Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute mal wieder ein Video, was ich nicht mit einem Voice-Over bearbeite, sondern einfach so direkt. Und ich möchte dir heute dieses wunderschöne Stempelset vorstellen. Das ist im Jahreskatalog 2022-2023 von Stampin' Up! Zu finden. Ich finde es ziemlich süß. Ich habe damit jetzt neulich eine Karte gesehen, wo ich dachte, ach, verflixt, jetzt brauchst du es doch. Wie es halt einem so oft geht. Und ja, ich wollte dir eine Idee zeigen, die ich vor langer, langer Zeit mal irgendwo gesehen, gehört habe. Und ja, die ist so ein bisschen in Richtung Fake-Aquarelltechnik auch. Und ich habe mir dafür schon mal einen Regenbogen an Stiften hier an den Stampin' Write Markern bereitgelegt. Außerdem habe ich mir den Glanzkarton von Stampin' Up! Dazugelegt und ich habe hier noch so ein Aquarellpapier. Ich nehme einfach beides, um einfach mal so einen Vergleich zu kriegen. Und ich starte aber jetzt einfach mal mit dem Glanzkarton. Und ich habe ja hier so ein Stück Folie. Little Bee hieß die, als ich die mal vor Jahren bestellt habe. Die ist so, ja, klebt, selbstklebend quasi. Und ich kann da für eine kurze Zeit halt was drauf fixieren. Da wird immer nachgefragt, wenn man das sieht. Ich finde das halt sehr praktisch, weil ich dann mein Papier einfach da reingeben kann und stempeln kann und mir das nicht verrutscht, ohne dass ich Magnete benutzen kann, was gerade bei so einem großen Stempel, finde ich, ziemlich praktisch ist. Ich stempel jetzt hier auf ein DIN A5, also ein halbes DIN A4. Ich werde das dann wahrscheinlich zuschneiden, so dass ich daraus vielleicht zwei Karten gestalten kann. Ich bin mir da noch nicht sicher. Es ist vielleicht ein bisschen viel Verschnitt. Du kannst das natürlich auch anders machen. Vielleicht mache ich das auch beim zweiten anders, dass ich da einfach mir das nochmal zuschneide und dann einfach ein bisschen anders aufsetze. Aber jetzt für das erste mache ich mal so einen Versuch. Ich lege mir hier unter den Stamparatus einfach nochmal ein Stempelkissen drunter, damit der ein bisschen erhöht ist und ich besser die Farben aufgeben kann. Und ich gebe jetzt hier in die Mitte einfach ein bisschen die Farben auf. Ich will die so kreisförmig aufbringen, damit ich halt überall dieses Regenbogenartige habe, auch wenn ich es zerschneide. Normalerweise würde ich sagen, fangen mit der hellsten Farbe an, aber da ich ja jetzt hier den Regenbogen mache, gehe ich jetzt einfach hier ringsherum. Ich habe hier die Farben aus der Signalfarbenreihe genommen. Das ist einmal Amethyst, dann als nächstes Pazifikblau, dann nehme ich Apfelgrün. Manche Farben sind mir vertrauter und ich nehme immer die Pinselspitze. Und ich gehe jetzt nicht so ganz ineinander rein, was nichts macht, weil ich hinterher noch mit Wasser arbeite. Und das dann sowieso ein bisschen verblendet und die Farbe ein bisschen zerfließt. Von daher gehe ich oder hoffe ich einfach mal, dass wenn ich da jetzt nicht so direkt aneinander ranstoße, ich da trotz allem ein schönes Ergebnis kriege. So, grün mal einfach ein bisschen weiter. Die inneren Farben, also das Violett und das Blau, die sind sehr farbkräftig. Dann als nächstes nehme ich ja, Osterglocke, aber du kannst da einfach nehmen, was du vielleicht hast. Du könntest hier natürlich auch mit Schwämmchen arbeiten und den Stempelkissen, aber um halt so eine kreisförmige Farbauftrag zu bekommen, ist natürlich, sind die Stampin' Write Marker einfach sehr, sehr gut, weil ich sie halt gezielt da aufbringen kann, wo ich sie haben möchte. So. Und die können jetzt ruhig antrocknen. Wie gesagt, arbeite ich dann gleich mit ein bisschen Wasser und dann löse ich die Farbe ja auch wieder an. So, gelb.
Dann für Orange habe ich jetzt hier Mangogelb genommen. Da gehe ich jetzt hier nochmal nah dran. Da ist jetzt auch das Gelb, ist ja kein Problem. Das heißt, wenn ich da jetzt so ein bisschen reingehe in das Gelb, dann macht das mit dem Mangogelben Stift eigentlich nicht viel. Und dadurch, dass das ja hier so ein Mandala, also Medaillon ist, was ja sehr gleichartig ist, kann man auch relativ gut, finde ich, die Farbe gleichmäßig auftragen, wobei es mir da jetzt auch nicht drauf ankommt. Wie gesagt, ich gehe da ja gleich nochmal mit Wasser rein. Und Blutorange als letztes, da mache ich jetzt hier den Rest noch und färbe das alles hier schön ein. Damit ich da meine Technik machen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. So, jetzt haben wir die Farbe drauf. Jetzt nehme ich meinen Stampin' Spritzer, vielleicht auch ein bisschen ein Tuch als Schutz darunter, einfach falls jetzt irgendwie was spritzt, dass ich dann nicht gleich alles vollferkel. Und jetzt gehe ich hier mit ein bisschen Abstand, gebe ich jetzt einfach hier so ein paar Spritzer Wasser auf, war vielleicht schon ein bisschen viel. Und jetzt schmeiße ich das einfach rüber. Deswegen braucht man auch einen Stemperatus oder ein anderes, einen anderen Stempelpositionierer. Und jetzt gebe ich dem noch einen Moment Zeit einzuziehen. Das ist ja bei dem Ganzkarton eigentlich das Schöne. Den kann man so ein bisschen für Aquarelltechniken nutzen, weil das Wasser nicht sofort einzieht wie bei einem normalen Farbkarton. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, halt so ein bisschen das spritzen zu lassen. Ich gehe hier nochmal locker drauf. Ich lasse es nochmal einen Moment sitzen. Es war vielleicht auch ein Tick zu viel Wasser. In der Mitte nicht so viel. Da ist nicht so viel verlaufen. Vielleicht mache ich das nochmal ein bisschen, dass ich nochmal ein bisschen Wasser in die Mitte gebe, dass ich da mehr so den Effekt habe. Und ich wollte halt, dass das halt auch so ein bisschen spritzt. Deswegen lasse ich es ruhig ein bisschen knallen. Ja, jetzt kommt das. Und dann lasse ich es nochmal ein bisschen ruhen, dass die Farbe einzieht. Ja, so in der Art hatte ich mir das vorgestellt, dass das so ein bisschen verschwommen ist, ein bisschen splashy. Ja, also das war schon so ungefähr. Hier ist es mir ein Ticken zu viel Wasser. Da nehme ich mal einen kurzen Küchenkrepp, um das einfach wegzusaugen. Einfach, weil es ein Hauch zu viel Wasser ist. Genauso auch hier, wobei hier ist es jetzt schon fast eingezogen. Und ja, so kannst du halt ein bisschen Wasser noch abnehmen. Hier finde ich es ganz schön, dass sogar was in die Mitte gespritzt ist, weil die Mitte ist mir bei dem Stempelset eigentlich auch schon fast zu leer. Ja, und so hast du schon auf jeden Fall das erste Modell. Das lasse ich erstmal trocknen und wie gesagt, will ich jetzt nochmal das Ganze auf Aquarellpapier ausprobieren und vielleicht probiere ich es auch gleich nochmal aus auf ganz normalem weißen Farbkarton, wo es ein bisschen schneller einzieht. Das probiere ich jetzt aber neben dem Video, also nicht im Video aus, sondern ich mache das jetzt zwischendurch, lasse das alles trocken und dann sehen wir uns wieder mit den drei verschiedenen Beispielen. Dann schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Also das ist auf dem Seidenglanz. Das finde ich ziemlich cool, weil das einerseits doch schön gestempelt hat, aber halt auch so ein bisschen dieses verschwommene Aquarellige hat. Das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist der ganz normale flüsterweiße Farbkarton, auch nicht der extra starke.
Das ist schon sehr aquarellig, witzigerweise. Das ist super verschwommen. Ich persönlich mag das ein bisschen lieber, obwohl das auch Charme hat. Und du siehst, ich habe mir hier jetzt einfach die Seiten halbiert. Das heißt, das ist jetzt 10,5 mal 14,5. Das kann ich noch ein bisschen zuschneiden. Und hier, es gefällt mir am besten. Und das ist das auf dem Aquarellpapier auf der glatten Seite. Tatsächlich ist das noch verschwommener. Ich glaube, hier habe ich einfach ein bisschen zu viel Wasser genommen. Ein bisschen weniger Wasser wäre, glaube ich, schöner gewesen. Von daher, ja, man muss gucken, was man mag. Ich glaube, alle drei Karten sehen am Ende toll aus. Ich starte jetzt einfach, ach ja, und man muss aufpassen, wenn man das Papier einlegt und nochmal hochnimmt und nochmal vielleicht draufklatscht, dass es einem nicht verrutscht. Sonst kommt sowas hier raus. Das sieht dann auch sehr merkwürdig aus, wenn das nochmal, ja, so, ach, das verschwimmt dann so im Auge. Das ist tatsächlich auch nochmal eins mit Aquarellpapier. Da hatte ich nicht ganz so viel Wasser genommen. Ich glaube, am Ende wäre das eigentlich auch ziemlich cool geworden. Naja, aber so ist es nun. Jetzt mache ich erstmal eine Karte aus diesem hier und die anderen werde ich ähnlich gestalten. Die zeige ich dir dann einfach am Ende. Aber während ich jetzt diese Karte gestalte, nehme ich dich mit. Ich habe überlegt, dass ich nehme mal ein Zentimetermaß zur Hilfe. Ich möchte gerne ein bisschen mehr als die Hälfte von dem Ornament hier haben. Das heißt, das hat dann so 8-9 cm und ich habe mir hier schon eine weiße Kartenbasis mit einem glutroten Aufleger. Die Grundbasiskarte ist 21,5, was ja ein DIN A4 in der Breite ist, bei 14,5 gekürzt und bei 10,5 gefalzt. Und den Aufleger habe ich jetzt erstmal 10 mal 14 gemacht. Und ich habe mir überlegt, dass ich den zerreiße noch so an der Kante und dass ich das hier erstmal zuschneide. Ich bin so am Überlegen. Ich gucke jetzt erstmal, wie gerade das aufgestempelt ist. Nicht ganz. Dann ziehe ich das jetzt mal hier so ein bisschen rüber zu einer Position, wo ich es gut abschätzen kann, dass es gerade ist. Und zwar, wenn ich jetzt so die Tropfenenden nehme, so habe ich dann diese Seite gerade, würde ich sagen. Und dann kann ich an der ausgerichtet den Rest zuschneiden. Jetzt schneide ich mal auf 9, ich glaube 8,5 finde ich gut. Oder vielleicht, dass man noch ein bisschen mehr Spritzer sieht. 9, dann wird es knapp mit dem Reißen von dem anderen. Ich mache mal 8,5. Im Zweifel kann ich ja auch hier noch mal ein bisschen was abnehmen. Und dann möchte ich das auf 14 zuschneiden. Das heißt, ich nehme, glaube ich, von oben und von unten ein bisschen was ab. Und ich muss gerade denken, mir gefällt das mit den Abständen noch nicht so ganz. Deswegen gehe ich hier einfach noch mal rein und kürze es auf 13,5. Also da muss man halt sich auch erstmal annähern, gerade wenn man so ein neues Stempelset hat, was einem gut gefällt. Und ich finde es auch immer ganz gut, wenn man dann ein bisschen breiteren Rahmen hat. Beziehungsweise vielleicht lasse ich hier einen Rahmen drumherum und setze das dann hier drauf. Da die Farben von dem Glanzkarton natürlich eine andere ist als die weiße Grundkarte, sieht es sowieso ganz gut aus eigentlich, wenn man da kompletten Rahmen drum zieht. Ich bin mir gerade unschlüssig, wie ich es möchte. Die Idee war ja so und hier zu reißen. Das wird aber alles ein bisschen knapp. Obwohl, das kriege ich, glaube ich, noch hin. Aber ich schneide es auch 13,5. Ich mache es gleichmäßig.
Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe das hier bei 13,5. Dann hat man oben und unten so einen kleinen Rand. Und ich setze es, glaube ich, hier einfach komplett an die Kante dran. Das sieht irgendwie komisch aus. Nee, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Dann vielleicht doch alles mit einem kleinen Rahmen und nur so ein Stück reingesetzt. Das muss ich noch mal anders machen. Also, ich habe jetzt hier 10 mal 13,5. Dann mache ich das schon mal 9,5. Und dann haben wir da den kleinen Rahmen. Ich mache es 13 mal 9. Dann passt das schon mal vom Format her sehr gut hier drauf, kriegt einen schönen breiten Rahmen. Und dieses hier mache ich dann, wenn das 13 mal 9 ist, mache ich das einen Hauch kleiner, sodass es einen ganz dünnen roten Rahmen kriegt. Das hier ist schon 8,5. Das heißt, der Rest kommt dann jetzt auf 12,5. Ich näher mich da jetzt so knapp immer an. Ich möchte eigentlich nicht die Spitzen hier wegschneiden. Deswegen nehme ich da immer so Stückchen für Stückchen von beiden Seiten ein bisschen ab, bis ich bei 12,5 bin. Und das bin ich jetzt. Ja, es ist wieder sehr spannend. Also ich hatte wieder was komplett anderes im Kopf. Also eigentlich hatte ich gedacht, dass ich es auch an diese Seite und an die Kante so dran setze. Das finde ich aber jetzt nicht mehr so toll. So wäre es vielleicht auch noch machbar. Aber dann müsste ich oben und unten wieder mehr abnehmen. Nee. Ich glaube, ich setze es sogar so rum. Also komplett anders, als ich gedacht hatte. Setze es mittig und setze dann hier noch den Gruß drauf. Ich glaube, das mache ich so. Manchmal ist es einfach so, dass man halt, oder eigentlich ist es immer so, dass man, während man eine Karte entstehen lässt, es einfach anders kommt, als man eigentlich ursprünglich so für sich gedacht und geplant hatte. Ich hatte es komplett anders irgendwie für mich im Kopf. Ich wollte halt mal wieder was mit Reißen machen. So, jetzt gucke ich erstmal, dass das hier schöne gleichmäßige Ränder hat. Ich finde das ganz schön, wenn das Rot hier nochmal aufgegriffen wird. Ich klebe das hier jetzt alles flach auf, weil ich ja ein bisschen mit Wasser gearbeitet habe, und dann finde ich es immer ganz gut, wenn es flach aufgeklebt ist, und dann gebe ich tatsächlich auch gerne ein bisschen mehr Kleber drauf. Weniger würde normalerweise auch reichen, aber so möchte ich einfach sicher gehen, dass das gut klebt, gut hält. Ja, und auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, wenn man so unterschiedliche, leicht unterschiedliche Farbnuancen hat bei dem Papier, kann ich es nur sehr empfehlen, nochmal eine Mattierung drauf zu geben oder mit einem Schwämmchen außen rum zu gehen. Aber ich finde, das passt. Das mache ich nicht so gerne, und ich finde, das passt bei meiner Karte jetzt hier nicht, weil ich ja schon dieses, ja, Aquarellige habe. Von daher, die war so, und am schönsten finde ich es eigentlich jetzt ohne Spruch. Ganz ohne gefällt es mir am besten.
glaube, ich lasse es ohne. Ich lasse es einfach ohne. Ich finde es am schönsten so. Und dann kann man ja Grüße reinschreiben. Ha, aber irgendwas müsste da eigentlich noch drauf. Noch die dritte Variante. Ich habe hier noch ein Reststück von dem Glanzkarton, auch von dem, wo ich ja das hier abgeschnitten habe. Das ist vielleicht noch das Allerbeste. Oh Gott, alle guten Dinge sind drei, ne? Und hier musste ich dann doch ins Voice-Over wechseln. Irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was mich da getriggert hat, aber meine Nase hat gejuckt und ich musste schniefen und niesen. Das hast du vielleicht ja auch vorher schon ein bisschen gehört, dass meine Stimme dann so belegt war und es ging dann einfach nur noch basteln und nicht mehr reden. Ist halt manchmal so. Ja, und ich habe hier dann einfach den Gruß halt nochmal auf den Glanzkarton, also den gleichen Farbton, wie das Medaillon ja auch schon aufgestempelt war, gestempelt und ja, auf das auf die Karte aufgebracht, ganz schlicht. Die Karte habe ich dann auch einfach wirklich so schlicht gelassen, auch keine Steinchen mehr, weil ich finde eigentlich, dass der Hintergrund durch diese aquarellige, verschwimmende Art schon sehr wild ist und dann eigentlich auch nicht mehr viel braucht. Und wenn was drauf sollte, dann eher, finde ich persönlich, sehr dezent. Und das zeige ich dir in meinen zwei weiteren Beispielen. Bei meinem zweiten Kartenbeispiel habe ich das Medaillon genommen, was auf den flüsterweißen Farbkarton gestempelt aquarelliert ist. Und da habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich das Medaillon etwas zur Seite gesetzt habe und halt nur an drei Seiten dann den Rand habe. Und da habe ich die Grundkarte in Glutrot gewählt und werde da natürlich dann nochmal bei nächster Gelegenheit einen Einleger reinkleben. Vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Medaillon bestempelt. Und das dritte Beispiel, da dachte ich mir, probiere ich nochmal eine andere Farbkombination aus und habe einfach einen Rahmen in Grün drum gesetzt und die Glückwünsche in Grün draufgelegt und oder draufgesetzt. Und bei den beiden habe ich dann halt immer den passenden Farbkarton genommen, halt, also das grüne beste Wünsche habe ich dann auch auf dem Aquarellpapier gestempelt, damit das einfach ja harmonisch aussieht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, die Inspiration gefällt dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel Zeit für Kreativität und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.